Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Heart Gold. Randomizer Nuzlocke, ja, das vergesse ich irgendwie jedes Mal, aber egal. Ja, beim letzten Mal haben wir weiter mit dem Team Rocket Finale gemacht. Haben schon ein paar Rocket-Rüpel geklatscht und auch Lambda in Vorstand, so wie beim letzten Mal. Gegen Silvage, unserem Rivalen, gekämpft. Und jetzt machen wir hier weiter. Wir sind auf der Suche nach diesem Intendanten. Und kämpfen noch gegen ein paar weitere Typis, die hier unten herumrennen. Oh, jetzt laufen hier sogar Diebe herum. Die verbünden sich anscheinend mit Team Rocket. Oder so, I don't know. Oder die haben einfach das gleiche Ziel. Auf jeden Fall haben sie ähnliche Pokémon mit Smogon. Der gute Pit hier könnte auf jeden Fall schon ein Rocket-Rüpel sein. Er hat auf jeden Fall die ähnlichen Pokémon dafür, das muss man schon sagen. Naja, Smogon, dessen Sprite damals auch anders aussah. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt. Da war der Totenkopf, glaube ich, unten. Nee, oben. Über den Augen. Nicht unten. Wo wir es jetzt haben und kennen. Ja, in der ersten Gen, also in Rot, Blau, Gelb, Grün, was auch immer noch all, sahen die Sprites noch ein bisschen seltsamer aus. Gerade sowas wie Golbat, glaube ich, war das, was einen sehr komischen Sprite hatte. War nicht alle komisch oder scheiße, aber doch einige. Aber gut, okay, es war damals das erste Boomer-Spiel auf dem Gameboy, also dass man da jetzt nicht die größten, schon wieder eine Fausttafel. Wenn man da jetzt nicht unbedingt die größten Ansprüche haben sollte, ist wahrscheinlich klar. Aber naja. Da muss man halt auch immer sagen, die ersten Generationen kann man halt schwer mit den heutigen Spielen vergleichen. Zumindest, ja, was technische Sachen und so anging. Okay, klar, früher waren die Spiele natürlich deutlich mehr buggy. Es waren halt auch die Anfänge davon, ne? Dass man da jetzt nicht die Möglichkeiten von heute hat, war ja zu erwarten. Es ging vielleicht immer noch ein bisschen mehr, aber ja, heutzutage muss man halt auch irgendwo sagen, hat man doch andere Erwartungshaltungen, die dann eben bei den Spielen nicht so ganz erfüllt werden. Ja, Magneton, komm du mal nach vorne. Gegen den Typ da. Okay, da wird uns einen Tipp geben, wenn wir ihn besiegen. Interessant. Man nehmen wir mal Pokémon Karmesin und Purpur als Beispiel. Es sind in meinen Augen zwar definitiv eine der besten Pokémon-Spiele, die es bisher gab. Von der Hauptreihe. Aber es sind gleichzeitig auch fast schon die enttäuschendsten Spiele. Zumindest von den neueren Pokémon-Spielen. Weil sie eben so buggy waren. Leimok. Okay, das gehe ich doch lieber direkt zu Sumpex. Ist mir irgendwie lieber. Wow, es erreicht bald schon Level 37. Was ist passiert? Warum hat es eine 95%ige Trefferchance und misst trotzdem? Meine Güte, da haben wir irgendwie echt Pech mit. Und es reicht nicht mal. Bin enttäuscht. Sehr enttäuscht. Ja, Pokémon haben wir 7 Purpur. Ich habe da schon oft genug drüber geredet, deshalb ich nehme es jetzt einfach nur als Beispiel. Einfach, man hat ja deutlich andere Erwartungen
als früher. Früher hat man sich halt mehr oder weniger über alles gefreut, ne? Naja, wir müssen da irgendwie hinkommen. Mhm. Ja. Nein. Nein. Irgendwie bin ich so blöd hierfür. Okay, wollen wir gerade doch konzentrieren, glaube ich. Nee, glaube, jetzt haben wir es, oder? Nein. So. Was braucht man denn daneben? Um da hinzukommen. Was öffnet das da? Welcher Schalter öffnet die Tür da? Blau? Ich sehe es nicht. Bin so blöd hierfür gerade, oder was? Bin mir ja schon. Das ist peinlich. Ne, jetzt. Okay. Puh, gerade nochmal gerettet. Ja, man hat einfach andere Erwartungen heutzutage, wie gesagt. Ich meine, die neuen Pokémon-Spiele sind per se nicht schlecht. Ich habe ja gesagt, ich finde Dingens hier mit 7 Pokémon wirklich sehr gut. Mit die besten Pokémon-Spiele seit langem. Ich fand aber auch Schwert und Schild per se gut. Waren aber nicht sehr gut. Also mehr, ich hatte sehr viel Spaß mit den Spielen. Aber sie hatten halt natürlich auch einiges an verschenkten Potenzial. Was man heutzutage eben eher als Kritikpunkt ansieht. Auch mit der ja, Performance, die eben für den Arsch war bei Kamen Rider Purpur. Als man jetzt zum Beispiel mal früher hatte. Früher hatte man noch andere Technik und alles Mögliche. Und heutzutage, ja, ne? Na gut. Man kann natürlich auch nicht nur die Switch die Schuld geben. Unter anderem kann man schon, aber es ist nicht der Haupt, nicht die einzige Sache, die, ja, der man die Schuld geben kann. Denn es gibt ja auch genug Beispiele, wo man gesehen hat, es geht auch anders. Aber naja. Ich glaube, diese Diskussion habe ich jetzt schon oft genug geführt. Ich glaube, teilweise auch in meinem Pokémon Kamisieren LP. Ich weiß nicht, ob ich hier mal kurz drüber geredet habe, aber ist ja auch egal. Ich habe immer noch Magneton vorne, ne? Hier. Sollte vielleicht mal doch wieder wechseln, aber naja, egal. Ein paar Ratten brutzeln, das war mir einfach mal kurz noch. Und dann sollte ich Magneton mal von der Spitze tun, denn es ist auf der 36 und ich habe noch zwei weitere, die das nicht sind. Hier bei Golbert ist okay, dass wir vorne sind. Da ist das in der Tat okay. Aber ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich darüber, wie ich darauf gekommen bin. Ist schon wieder, aber egal. So, ja, irgendwas mit den Sprites, ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Seitdem Pokémon hier die ganzen 3D-Sachen haben, seit der 6. Gen, sehen manche Pokémon, die früher noch bedrohlich aussahen, wie zum Beispiel ein Stalobor, wir sehen heutzutage irgendwie ja, enttäuschend aus. Aha. Beatles hat's aufgehalten. Oder sie ist das? Keine Ahnung, sie ist gerade nett. Nehmen wir jetzt. Es ist ein Er, okay. Warum haben die eigentlich alle rote Haare? Egal. Ja. Also ich, Stalobor. Es sah damals viel größer aus, als es eigentlich ist, ne? Mit den 3D, also. Ja, schwarz und weiß. Das Bright sah halt deutlich beeindruckender und bedrohlicher aus.
Wenn das kleine Viech da jetzt heutzutage seht, dann, ja, irgendwie... Warum wechsle ich eigentlich? Tinte macht fast genauso viel Schaden und das Ding soll sich ruhig boomen. Bei einem Geist vorne, das wäre mir eigentlich egal. Treffen tut es uns ja eh nicht. Wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, weiß ich nicht, ob wir heute wirklich noch mit dem Rocket Finale beginnen können. Also ob es heute wirklich zu Ende geht. Wir werden es sehen. Aber so viel kommt da, glaube ich, nicht mehr. Also sollte das schon gehen. Ja, das gleiche ist mit vielen Flug-Pokémon, die... Ja, was sehe ich? Wascherquiel. Das Teil sie... Nee, nicht Wascherquiel. Aerobterix, so, das wollte ich mal ansprechen. Aerobterix sieht so seltsam aus mit den... seit der 6. Gen. Wie es da so herumzappelt in der Luft. Das sieht so... Nee. Schwarz und Weiß sah es irgendwie cooler aus. Jetzt sieht es anders als fetter aus. Und andererseits, warum bleibe ich eigentlich stehen, wenn ich vergiftet bin? Egal. Boom einfach, ja? Boomer. Mach ruhig. Will es nicht. Dann halt nicht. Dann schlage ich es mal ab und hau dich weg. Und probier das, erreicht noch ein Level Up. Ja, wunderbar. Auch Level 36 erreicht. Brav-Attacke. Das war, wenn der Gegner sich geboostet hat, ne? Ja, nee. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Nie wirklich. So. Kano nach vorne. Ja, das haben halt... Einige Pokémon habe ich den Eindruck, dass sie etwas enttäuschender aussehen. Ich meine nicht alle. Es gibt auch einige, die finde ich in der 3D durchaus besser. Glücker, okay. Not bad. Wer bist du? Was? Ah, du bist hier, um mich zu retten? Vielen, vielen Dank. Ja, aber sag mal, was ist da im Radioturm bloß los? Was? Dort wimmelt es nur so von Team Rocket-Mitgliedern? Na gut. Hier, nimm diesen Türöffner. Dankeschön. Damit solltest du die Tür im zweiten Stock aufbekommen. Bitte, du weißt ja nicht, was sie mit dem Sender in ihrer Gewalt fähig sind. Wenn sie mit diesem seltsamen Signal auf Sendung gehen, könnten sie sogar Besitz von den Pokémon ergreifen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Du musst den Radioturm, nein, alle Pokémon dieser Welt retten. Ich glaube nicht, dass ihr weltweit ausstrahlt, oder? Oder macht ihr mittlerweile Internet ein Highsorb, okay? Internetradio oder so. Ist ja unmöglich, ne? Los, fahr mich nach oben. In den ersten Stock, denn ich will nochmal gucken, ob ich nicht noch irgendwas itemmäßig brauche. Ob es da noch irgendwas Nettes gibt für uns. Ich glaube, ich war ja erst einkaufen, ne? Also. Glaube ich nicht. Nee, okay. Und ich bin schon wieder am Rumgehen. Ihr merkt's. Das ist das Problem, wenn man immer. Ja, wenn man zu wenig im Voraus aufnimmt. Das Video hier nehme ich gerade am Mittwoch auf und das kommt am Donnerstag. Also. Ja, nach einem 8-stündigen Arbeitstag. Wo man um 4 Uhr noch was aufsteht. Da kann man auch mal müde sein, sage ich jetzt mal. Kann man lassen. Aber da ich immer müde bin, egal was ist, egal wie viel Bewegung ich hatte, egal wie viel ich in der Luft war, ich bin immer müde. Sollte mich vielleicht mal untersuchen lassen deshalb, aber egal. Ist ja nur meine Gesundheit, ne? Ist auch so eine Sache, die wahrscheinlich viel zu viele vernachlässigen.
Was definitiv keine gute Idee ist, aber naja. Das ist ja jedem selber überlassen, ne? So, Rocket-Rüpel Nummer 1000. Keine Ahnung was. Wieder ein Radikal. Aber ein Fukano. Leider keine Katze, die würde die Ratte jetzt einfach mal fressen, aber naja, der Hund reicht auch aus. Und ein Smogon. Das Teil strömt doch Gase aus, ne? Gase sind doch entzündbar, oder nicht? Müsste ein Flammenwurf da eigentlich sehr effektiv gegen Smogon sein. Wo ist die Logik? Na gut, such mal Logik im Pokémon, ne? Man ist eine fiktive Welt, also das sollte man nicht zu viel Logik erwarten. Man kann sie erwarten, muss man aber nicht. Hat der hier. Hey Dude. Lance. Ja, ich provoziere euch gerne. Hab bitte keine 6 Pokémon oder 5. Er hat nur 2, das ist in Ordnung. Er hat einen Golbat. Das dürfte in Ordnung gehen. Wir sind sogar schneller. Das gefällt mir doch auch. Was hatte der denn als Signature? Auch ein Smogon? Aha, verbrannt. Ich meine, die haben alle Smogon irgendwie. Alle haben sie die gleichen Pokémon. Warum ist es jetzt schneller? Hast du gerade ein Speed-High? Sind wir gleich schnell? Möglich ist es. Wow, unnecessary crit. Er hat einen Smogmog. Probier es. Er soll ruhig boomen, da habe ich kein Problem mit. Was ist das schon wieder für eine Levelkurve? Level 28 ist sein erstes Pokémon, Level 33 ist sein zweites. Hä? Jetzt sind wir gleich schnell. Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Warum vergiftet er uns andauernd? Es ist dann etwa. Genau, girl, das könnte ich jetzt auch sagen. Das ist er. Okay, wir haben Speed-Teil oder was? Aber ich habe den Vorteil, ich habe eine Prio-Attacke notfalls noch. Die ich anscheinend jetzt auch brauche. Uiuiui. Warum kriegen wir andauernd die unnecessary crits? Puh, ja, finde ich auch. Winnie der Puh-Bär. In dem Spiel hatten wir irgendwie, was Crits und Statusprobleme angeht, sehr viel Glück und Pech zugleich. So, jetzt müsste doch hier die die Vorständin. Wie sind die nochmal? Athena? Irgendwas in der Art. Ein Kopffossil. Wir sollten schnell nach Kanto kommen. Da, die da. Die ein bisschen Ähnlichkeit mit Mars hat, ne? Aus dem Galaktik. Genau, sie heißt sogar Athena. Geh dich warm an. Also, mir ist fast warm genug, ne? Also, es reicht gerade. Okay, wenn man sie direkt anguckt, sieht sie nicht so aus wie Mars. Aber so auf dem Overworld Sprite hat es doch ein paar Ähnlichkeiten. Wir haben beide rote Haare. Das sind die Ähnlichkeiten. Hm. Nur Mars hat den Vorteil, sie hatte in Legends Arceus eben auch einen Auftritt mit ihrem vergangenen Ich. Das hatte Athena nicht, ne? Ich meine, vielleicht kommt irgendwann noch ein Legends Johto oder so. Gab es ja auch ein Fan-Video mit Celebi, glaube ich.
Ah, und jetzt krittet der Unverteidigungsdrop. Ich glaub's auch. Ich glaub's auch hier. Und Giflor. Ja, da kann Vulcano ran. Gegen ein Giflor muss ich ja nicht unbedingt mit meinem Sumpex vorne bleiben. Giflor, ein Pokémon, das ich in der sechsten Challenge zumindest gerne genutzt hätte, aber hier nicht unbedingt brauche. In der sechsten Challenge kann es Mondgewalt sogar lernen. Soweit ich weiß. Da war es Miraplan noch, aber... Ja, mein Gott, dann, ne? Trainiert man es halt ein bisschen. So, Level 36 auf dem Vulcano-Schirm. Ja, wunderbarst. Und Kramurks. So, jetzt ist die Frage, hätten wir es schwerer gehabt, hätten wir den Kampf die Erfolge gehabt? Ich sag momentan eigentlich nein. Nicht unbedingt. Hätte eben mit Giflor Lockduft eingesetzt, also das hätte sowieso keinen Schaden gemacht. Von daher... Ja, wir hätten ja auch nichts verloren. Also wir hätten mega viel Pech gehabt. Aha, Athena. Bei 100% gegen mich nicht reicht. Merkt's auch mal. So, nochmal alles durchheilen. Dann noch ein Paraheiler für meinen Sumpex. Und dann, wen, mit was ich glaube, der hat auch wieder Smogon wie alle hier. Jetzt kommt es ja doch noch zum Boss. Den bekämpfen wir natürlich noch. Yay, es geht nach oben. Wer redet da eigentlich? Hallo du. Sieh meine an. Du hast es endlich bis hierher geschafft. Offensichtlich hast du einiges an Talent als Trainer. Wir haben den Radiosender besetzt, um der ganzen Nation zu verkünden, dass wir wieder da sind. Wenn wir das tun, wird sicher auch Giovanni wieder von seiner Lehr- und Wanderreise zurückkehren. Wir werden wieder zu unserem früheren Glanz zurückfinden. Du kommst uns aber nicht in die Quere. Das ist der erste Auftritt von dem hier, ne? Oh. Okay, er lebt mit dem Hundus da. Ja, ich will auch nicht fliehen. Ich will nur mein Pokémon wechseln. Da war ich ein bisschen zu schnell. Dann geht es halt doch zu Nocturne. Feuerzahn, ja. Das hätte sogar wehgetan, glaube ich. Ich glaube zwar irgendwie nicht so ganz, dass es uns gekillt hätte, aber es hätte auf jeden Fall Schaden gemacht. Also im niedrigen gelben bis eventuell sogar roten Bereich wäre mir gelandet. Das könnte sogar noch mehr wehtun. Bei Hundemon speziell eher, ne? Wow. Natürlich. Natürlich flincht er uns direkt mal. Ich glaube, ein Flammenwurf hätte uns gekillt, ne? Ein Flammenwurf hätte uns auf jeden Fall gekillt. Wow, okay, das macht doch mehr Schaden als erwartet. Da wird das Hundemon ja eigentlich, meine speziell stärker ist als physisch, macht er doch ziemlich guten Schaden. Aber das reicht, Hundemon hat eh... Was? How the F hast du überlebt? Das war ein Step-Surfer von einem Sumpex. Du bist nur ein Hundemon. Ich dachte, du hältst nichts aus. Okay, aber er heilt wenigstens nicht.
Weil Team Rocket ja eh nichts von ihren Pokémon halten. Und daher heilen die auch nicht. Weil sie dumm sind. Zyrus hat seine Pokémon geheilt. Zwar nur mit einem Supertrank, aber immerhin. Ja, Smogon, da kann Magneto nochmal ran. Aber wow, er hat wieder eine komische Levelkurve. 35, 35, 38. Laber nicht so viel, kämpf lieber. Tackle. Ja, okay. Giftattacken bringen nichts, von daher. Hatten wir ja schon mal gemerkt bei Lambda, glaube ich. Dann kam der Boom. Magneton hat doch ein bisschen mehr Schaden gefressen. Und noch ein Level Up. Ja, wunderbar. Ich kann es nicht glauben. Es ist vorbei. All meine Träume sind geplatzt. Ich war wohl doch nicht gut genug. In Ordnung, hiermit löse ich Team Rocket auf. Genau wie es an Giovanni tat. Leb wohl. Das war ein sehr kurzer Auftritt von dem Typen. Oh, hast du ihn etwa schon besiegt? Vielen Dank, wirklich vielen Dank. Mit deinen tapferen Taten hast du jedes einzelne Pokémon Land gerettet. Na gut, jemand wie du ist würdig, dies zu besitzen. Bitte akzeptiere meine Gabe. Die Buntschwinge! Diese Buntschwinge wurde an der Spitze des Turms entdeckt, der hier früher stand und der später dann zu diesem Radiosender umfunktioniert wurde. Mit Hilfe der Buntschwinge kannst du in Teak City den Glockenturm erklimmen. Diese Geschichte hat mir mal eine Bekannte aus einem Monat City erzählt. Gut, dann will ich mich mal langsam wieder in mein Büro zurückziehen. Mach's gut. Laber mich nicht noch mehr zu. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen. Eine Bekannte in einem Monat City sagte selbst, wenn man mit der Buntschwinge den Glockenturm erklimmt, sei das noch lange nicht genug, um das Längen der Pokémon zu sehen. Sie meinte, dafür benötigt man noch einen zusätzlichen Gegenstand oder sei Ash. Hat sie mir eigentlich gesagt, welchen, oder hat sie es mir doch nicht gesagt? Wie war das noch gleich? Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Nein, keine Sorge, ich bin schon fertig. Diese Technik nennt man Antäuschen. Ja, jetzt hau ab. Intendant ersetzt Finte ein. Die war sehr effektiv. Oder auch nicht. Ja. Aber damit hätten wir Team Rocket erledigt. Ich muss sagen, die Team Rocket Story ist lame in dem Spiel. Es gab kaum Auftritte von denen. Das eine Mal da im Phlegmonbrunnen, dann in Margona City und jetzt hier halt noch. Also irgendwie war da jetzt nicht allzu viel los, ne? Aber na gut. Jetzt ist ja wieder alles viel voll der Eierkuchen. So wie es ja auch sein soll, ne? Ja. Gut, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, das war's mit Pokémon Heart Gold für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir uns dann in Richtung Ebenholz City machen, ne? Wo die achte Arena auf uns wartet. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.